das Vermittler nehmen, von dem im Koran die Rede ist, welches als eine Praxis der Mushrikun dargestellt wird im Koran. Was ist das genau? In der Surah Zumar wird das Bild ganz klar gezeichnet. Was ist mit der Vermittler oder dieser, wie soll ich es nennen, der Vermittlerrolle der Götzen oder der Tawarit? Was genau ist da gemeint gewesen? Was haben Sie, wie haben Sie das verstanden? Was haben Sie da gemacht? So, und das wird im Koran aufgezeichnet in den Worten der Mushrikun. Tamam? In den Worten der Mushrikun. Allah Ta'ala sagt: Ala lillahi dinul khalis. Wahrlich, der reine Dien, die reine Anbetung, die reine Ibadah, diese gehört Allah. Ala lillahi dinul khalis. So, und wer steht in kontradiktorischem Widerspruch zu diesem Fakt? Das wird dann hier erwähnt. Allah sagt: Walladhina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Und jene, die sich neben ihm Awliya nehmen, ich habe euch mal erklärt, was der Begriff Wali im Koran in derartigen Kontexten bedeutet. Was haben wir gesagt gehabt? Al-Ma'bud, Angebeteter. Und diejenigen, die sich neben Allah Awliya nehmen, yani Instanzen, die sie anbeten, was sagen sie? Was sagen sie? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wir beten diese nur an, damit sie uns zu Allah näher bringen. Also, was ist dieses Vermittlerkonzept bei Ihnen gewesen? Folgendes, es ist ganz simpel. Ihr oberstes Ziel ist Allah Ta'ala. Tamam? Hier ist der Mensch, der. Und dann hat er hier, ich mache mal so Vierecke, das sind so irgendwelche Instanzen, die neben Allah Ta'ala angebetet werden. Die beten diese wirklich an. Ja, sie sagen, diese Instanzen haben auch die Berechtigung, angebetet zu werden. Sie dürfen angebetet werden, mit verschiedenen, egal welche Riten das sind. Aber warum? Weil durch die Anbetung dieser Instanzen oder Dinge werden wir Allah näher gebracht. Ja? Das heißt also, sie haben im Grunde genommen die semantische Bedeutung der Aussage La ilaha illallah abgelehnt. Sie haben nicht zugestimmt, dass nur Allah der Anbetung würdig ist. Sie sind der Auffassung, dass diese Wesen oder Objekte und Dinge, die eine besondere Stellung bei Allah Ta'ala haben, ebenfalls der Anbetung würdig sind. Mäsch. So. Und aus diesem Grund, das bedeutet die Vermittler, das ist die Vermittlerrolle dieser Dinge. Das ist das Vermittlerkonzept.